Und dann hat er mich gefragt, wirklich, ob ich mir sicher sage. Ich so, ja, ich will ja einfach nur einen Salat essen und das ist alles. Und ich will ja satt sein, also nehme ich einen grossen Salat. Leute. Guten Morgen, Leute. Wir haben inzwischen Sonntag und heute geht es nach Portela. Das sind ein bisschen mehr als 22 Kilometer, also ein paar hundert Meter mehr als gestern. Heute geht es auch ein bisschen rauf und dann wieder runter und ich freue mich auf die heutige Etappe. Es ist relativ frisch, also ich habe es nicht gerade irgendwie total warm oder so. Die Laura ist eine halbe Stunde voraus. Wir haben vorhin noch gemütlich zusammen zu mörgeln. Wir sind auch erst um 7 Uhr aufgestanden. Und ja, zusammen zu mörgeln und noch ein bisschen bläutern. Und dann ist sie dann um 8 Uhr losgezottelt und ich bin jetzt um 8:30 Uhr losgelaufen. Und ja, mal schauen, was der Tag so bringt. Ich bin auf jeden Fall ein bisschen traurig, dass es in 3 Tagen schon vorbei ist. Es ist heute der viertletzte Tag. Also heute noch und dann noch 3. Am Mittwoch sind wir schon in Santiago. Ja, das finde ich ein bisschen traurig. Jetzt müssen wir rauf. Muss ich jetzt hin? Rauf, runter, rauf. Es fährt schon wieder an. Ich muss da schnell ein Foto machen. Sieht auch wirklich schön aus. Ja, auf jeden Fall bin ich ein bisschen traurig, dass wir am Mittwoch dann schon dort sind. Aber ich freue mich auf das Laufen durchs Meer. Das freue ich mich sehr. Wirklich. Bis später. Wir haben jetzt einen riesigen Salat gegessen. Ich wollte eigentlich einfach einen Salat bestellen und habe dann gesagt, ja, einen grande Salat. Und dann hat er mich gefragt, wirklich, ob ich mir sicher sage. Ich so, ja, ich will ja einfach nur einen Salat essen und das ist alles. Und ich will ja satt sein, also nehme ich einen grossen Salat. Leute, ich habe ein riesiges Tablett bekommen mit Salat. Ja, wirklich. Und ich habe dann völlig entgeistert Laura und Annika geschrieben, weil ich wusste, sie sind auch im gleichen Dorf oder Städtli noch, in Pontevedra. Und habe dann gedacht, können wir helfen, um Gottes Willen, können wir helfen mit dem Salat? Ja, und dann habe ich dann noch 2 Gedeck bestellt, dass es nicht ganz so schlimm aussieht. Und die sind dann mir helfen. Ui. Übrigens, da hinten haben wir Laura und Annika. Und die laufen jetzt mit mir oder ich mit ihnen. Wir laufen jetzt miteinander noch nach Portela. Ja, genau. Ja, Portela. Genau, wir haben jetzt wahrscheinlich etwa noch 9 Kilometer, also noch 2 Stunden knapp. Dann sind wir schon dort. Wir haben es gemütlich, weil wir haben die Herberge reserviert. Da wird ein Stefan, ebenfalls aus Deutschland. Hallo. Where are you come from? Canada. From Canada. Das ist keine Pilgerin, wie man sieht. Ja, es gibt ganz, ganz viele Leute hier heute die Nacht. Und meine Playlist läuft da. Und die 4 deutschen Girlies sind auch da. Also es ist alles super, alles gemütlich, alles easy. Es ist einfach ein bisschen kalt. Ich glaube, heute Nacht wird eine relativ kühle Nacht. Ja. Jedenfalls müssen wir uns einfach mal verabschieden hier.
Wir verabschieden uns jetzt wieder mal. Tschüss. Bis morgen. Bis morgen. Is it in Spanish? English? Can do both or something else? So, wir sind jetzt am Essen hier, beziehungsweise am Tisch. Und es wird jetzt noch gebeten mit allen Pilgern zusammen. In irgendeiner Sprache, die am Tisch ist.